Ist das nicht schön? Eine oder andere wird es wahrscheinlich an den Schnäpseln schon bemerkt haben. Ich bin nicht in Brandenburg. Das ist nicht Brandenburg. Brandenburg hat sowas leider nicht. Ja, ich bin mal wieder nach fast, naja, bald einem halben Jahr wieder in der Sächsischen Schweiz und wollte mal gleich die neuen Abonnenten grüßen. Hallo! Spezielle Grüße gehen übrigens raus an Jürgen wieder vom Kanal Wolkenfänger. Ich schaue seine Videos einfach zu gern, deswegen grüße ich auch gerne. Aber hier sind viele Wolken. Möchtest du dich mitnehmen? Ich könnte ein bisschen weniger für die Fotografie vertragen, weil das ist alles nur weiß. Das ist einfach nur weiß. Und an André. Aber ich weiß gar nicht, ob er bei mir reinschaut. Hat er schon mal bei mir ein Video kommentiert? Auf jeden Fall gehen Grüße an ihn raus. Und an Uwe. Uwe, der ist ja neu dabei bei mir, zumindest in der Abo-Liste. Der rennt sonst viel in Brandenburg rum. Leider habe ich ihn noch nicht getroffen. Vielleicht wird das ja noch was. Gut, genug Grüße. Zwei sind schon wieder gegangen. Keine Ahnung, die sind so schnell gekommen, wie sie gegangen sind. Vielleicht war ich keine Content-Gebärmaschine, dass sie die Lust verloren haben, wenn jemand nicht jede Woche irgendwas hochlädt. Ich habe keine Ahnung. Bin gerade in der Nähe der Ida-Grotte. Und das ist die heilige Stiege, mit sich selbst multipliziert in Sachen Touristen. Da sind so viele Touristen, man hat gar keine Ruhe. Also ist ein schöner Platz zum Angucken, ganz gut, aber falls man Video drehen möchte oder Bilder, schwierig. Da wechselt sich das quasi im, ja, fast schon Sekundentakt wechselt sich das ab. Das ist ein großer Platz und die Grüppchen setzen sich schon quasi dicht an dicht nebeneinander, weil jeder da unbedingt rasten möchte. Und es ist voll, es ist wirklich voll. Und ich glaube, ich höre schon wieder die nächsten Touris. Aber ihr seid heute dabei in der Sächsischen Schweiz mal wieder. Und es ist keine Naturdokumentation, ihr seht mich quasi also. Ihr seht mich quasi? Ihr seht mich vor der Kamera. Bis gleich. Ah, Kaffee tut gut. Wir wollen irgendwo in diese Richtung. Irgendwo da. Wo keine Touris sind. Ein Mini-Stonehenge. Naja, sieht fast aus wie so eine Ritualseite. Ist zu groß. Komm nicht ran. Schön, wie so ein leichter Dunst über die Landschaft liegt. Mittlerweile ist es auch etwas ruhiger geworden. Und ja, ich bin außer Atem. Wieso muss denn hier alles so steil hochgehen? Ist gerade eine schöne breite Felswand, wo man sich hier überall hinsetzen kann. Ich zeige euch das mal. Schön, oder? Schön mit Öl. Da hinten ist der Weg, der auch zur Ida-Grotte führt. Und in die Richtung führt auch ein Weg zur Ida-Grotte. Ist ein bisschen länger. Ja, man hört ein paar Touris, hört man noch. Da im Hintergrund ist übrigens, ich glaube, das dürfte der große Winterberg sein. Das da. Ja doch, ich glaube schon. Hi.